Willkommen zu Folge 7 von City Skylines 2, frisch aus der RP-Aufnahme, rein in City Skylines 2 mit dem neuen Patch, den wir uns jetzt mal anschauen werden, den ich mir genau genommen vorhin schon kurz ein bisschen wirklich nur kurz angeschaut habe. Gucken wir jetzt mal rein. Ich habe vorhin schon ein bisschen was gesehen. Und da gucken wir jetzt mal, was sich da so getan hat. Und was sich vor allen Dingen, auch so OOC gemacht, oder OOC, Offstream meine ich. Abnehmen noch. So, und kurz die Soundeinstellungen in Windows ändern. Schon drin. Haben wir den Ton? Wir haben keinen Ton. Aber wir haben Ton. Mal kurz schauen, wie das für euch ist hier mit der Abmischung in The Game. Das sieht bei mir im OBS relativ leise aus. Schau ich mal, bin ich hier ein bisschen nah an irgendwelchen komischen. Das passt doch hier zu mir. Ich nebenbei rede. Das scheint ganz gut zu sein, wenn ich nah dran bin. Oh ja. Hallo Straßenbahn. Das ist gut so. Wunderbar. Auch wenn ich hier, wenn ich hier nah dran bin an den Lautsounds. War. So, wie ihr sehen könnt, habe ich inzwischen 205.000 Einwohner. Seit dem Patch gibt es hier wohl ja Beschwerden über zu hohe Mieten. Das habe ich schon gesehen, wo ich die Mieten eigentlich relativ gut runtergesetzt hatte vorhin. Mal kurz gucken, ob das irgendwie schon ein bekannter Bug ist. Okay, scheinbar noch einen anderen Bug zu geben. Und wir haben noch was anderes. Obwohl ich meine, ich sehe, ob das jetzt ein Bug ist oder ob das so sein soll. Wir haben 32,6% schlecht ausgebildete Menschen. Oder wie ich gerne in City Design gesagt habe, doofe. Seit dem Patch. Man könnte fast meinen, das wäre im Realen auch so. Zumindest in gewissen Bundesländern, wo gewisse Parteien gewählt werden. Was? Was ich ein bisschen schade finde in Cities ist die Soundabmischung. Ne? Man hört wirklich, wenn man hier so so nah ran ist wirklich fast nichts vom Spiel.
Das finde ich ein bisschen doof gelöst, so. Aber hier glaube ich aktuell gar nichts. Ja, was habe ich denn so gebaut? Ich weiß gar nicht. Ja, der aktuelle Stand ist folgender. Ich habe hier den Bereich komplett ausgebaut inzwischen. Die Linie 1 habe ich hier noch schon mal vorgeplant. Die fährt dann hier lang. Das ist der richtige Speicherstand. Moment, mal kurz gucken. Genau, die fährt dann hier runter. Die startet, also die fährt hier üblich hier lang. Dann wird sie hier lang fahren, hier runter und dann Richtung Endpunkt. Was ich mir jetzt noch gestern Abend überlegt habe, ist, da ich jetzt ja, erstmal pausieren, da ich jetzt ja hinbekommen habe, dass quasi die anderen beiden Linien hier auch über das Betriebsgelände fahren, wäre es nicht ganz cool, wenn auch die Linie 1 hier auch hier rüber fährt. Das kann man nämlich sogar bauen, indem man die Linie einmal hier lang legt und dann hier einmal irgendwie durch einen Tunnel oder irgendwie sowas sich hier mit dem verbindet. Dann kann man nämlich das noch ganz schön anbinden. Dass er hier sogar diesen Teil hier mitnimmt und dann hier wieder runterfährt, geht auch. Sie quasi wie so einen kleinen Schlenker macht. Das hatte ich eigentlich schon mal geplant gehabt, hab's dann aber, also die ursprüngliche Variante war, dass die Linie hier enden soll. Da habe ich aber gesehen, dass hier der Teil noch fehlt und habe das noch angebunden. Ich würde mal sagen, wir bauen das eben noch ein. Müssen wir nur eben kurz schauen, wie am besten. Dann kann nämlich auch die Metro hier lang fahren, die aktuell noch nicht fertiggestellt wird. Sagen, das machen wir zuerst. Getreu unserem Motto ÖPNV first. Wir machen nebenbei noch ein bisschen chillige Musik an. Keine Ahnung, ob hier ein bisschen was angepasstes bei der Musik oder ob die immer noch so. Naja, ein bisschen nervig ist. Ich liebe es, dass wir hier so viel Sonnenlicht kriegen. Du bist in Finnland, da gibt es kein Sonnenlicht, ob du doof bist. So. Okay, ja, mal gucken, wie das Ding ja bei Nacht aussieht, falls wir Nacht, keine Nacht haben. Wir haben keine Nacht, okay. Wenn wir die Musik ein bisschen leiser stellen. Wird schon zu laut. Aber das ist okay. So, dann bauen wir hier einmal eine. Erstmal benennen wir das mal kurz. Eine Verbindung. Also wieder reinkommen hier. Mal sagen, so bis da. Da muss ich die Abstände der anderen Dings hier nochmal anpassen, dann der Metros, die ich schon gelegt habe, die passen dann nämlich nicht mehr. So, Straßenbahnschienen. Theoretisch könnte man sie natürlich auch noch einfacher machen.
indem man einfach die Linie hier noch mit lang schickt. Da muss ich hier keine neue Verbindung legen. Geht eigentlich auch. Und wir haben ja hier die Möglichkeit. Kann das hier irgendwie schön legen? So vielleicht? Sieht ganz gut aus. Dann legen wir die Linie nämlich hier lang. Löschen sie hier raus. So, und dann würde sie halt nur noch die hier anbinden. Auch ein bisschen komisch gelegt hier die Kombination, sehe ich gerade. Abstand her. Aber das kann sein, dass es hier wieder nicht ging wegen dem Bug. Also die Frage, ob er die Haltestelle überhaupt eigentlich braucht. Da eben ein paar Meter weiter die nächste ist. So viel wird ja hier nicht sein, das macht eigentlich gar keinen Sinn, die Haltestelle zu haben. So, weil wenn die nämlich so geplant ist, da kann man sich halt überlegen, ob man wirklich die hier noch da noch mitnimmt. Das ist ja dann nur einer. So, dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5. Ja, okay, das passt hier. 7 Haltestellen hierfür. Ah, da muss ich ja trotzdem runterfahren, fällt mir gerade auf. Das heißt, wir können das hier lassen. Kann man das irgendwie sinnvoll? Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Man könnte sich natürlich überlegen, aber das wäre halt dann schon sehr lang, ob sie den Teil hier noch mitnimmt. Da müsste man dann nur die Metro ansprechen, dann hier drüben rund rüberlegen. Würde auch, können wir auch mal ausprobieren. Das geht. Dann hätten wir sogar mal eine Fahrt im Tunnel, haben wir auch noch nicht gesehen. Oh, Straßenbahn. Das hier eigentlich verbunden? Das sieht doch irgendwie falsch aus. Das ist doch gar nicht verbunden hier.
So rum wird schon eher ein Schuh draus. Das Problem ist, dass das hier erhöht ist. Das heißt, ich werde die wahrscheinlich gar nicht so gut rüberbekommen. Davon mal abgesehen, dass das hier eben ein bisschen scheiße aussieht. Ich meine, dass wir inzwischen fast keine Nachfrage mehr haben, ne? Fühler? Okay, krass. Ist das, dass wir zu wenige Schüler haben? Die Frage ist halt, ob ich dieses Ding hier nochmal aufmachen will, weil das eh schon so, ja, nicht so schön eigentlich ist. Würde ich, glaube ich, nicht machen wollen. Was ist hier eigentlich? Okay. Hier nicht verbunden? Was zur Hölle? Okay, der Hafen ist sowieso noch lost und naja, macht das auch nicht. So. Nee, dann fährt die Linie hier nämlich eine Schleife. Ich fahre dann hier wieder rüber. Schon wieder. Ja, diese Fehlermeldung, ne, die ist echt so richtig game-breaking leider. Das ist nicht so geil. Ne? Dann müssen wir jetzt nur hier. Hier darauf achten, dass wir. Scheiße, wie baue ich das denn am besten? Funktioniert das?
driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Has anyone seen my keys? My keys! What? Yes, mach mal. Sorry about that. It's, nothing important. I just lost my keys. I'm sure they'll turn up. They're for the brown sedan parked outside the radio station. Oh, wait. I probably shouldn't have said. For our features, interesting news. Du solltest das nicht unterirdisch legen. So, aber die muss ja noch wieder dann zurückfahren. So müsste das eigentlich klappen. Nur, dass hier der Abstand hier nicht so eng ist, aber das sollte schon gehen. Gut, und dann kann die nämlich dann hier... Das geht? Okay. Oh Gott. Warte mal, ich werde, glaube ich, mal das hier nicht über die Kurve legen. Das klappt irgendwie immer nicht so richtig. Wir müssen jetzt erstmal überlegen, wie weit wir die Abstände brauchen. 1, 2, dann kann man hier wieder neu zählen. Dann haben wir hier 1. Ich kann das nicht schon mal wegmachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Also nach 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, hier. Richtig gezählt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, passt. Gut. Wir müssen nur noch die Linie hier rüber kriegen. Das war nicht so schlau, das hier zu platzieren, glaube ich. Aber jetzt geht's.
Geht das hier oder meckert der dann wieder, wenn ich hier was dran bauen will? Geht sogar. Okay. Ich konnte sogar mal, das ging, einmal ging das bisher, dass ich die komplette Linie hier dann durchziehen konnte. Das ging aber auch nur einmal. Wieso auch immer. Überlagert denn da wieder? Was ist das Spiel? Warum stört dich was, was hier hinten ist? Ey. Ich verstehe das immer nicht. Mein Gott. Oder muss ich hier über die Haltestellen drüber bauen? Die das nicht stört. Muss ich über die Haltestellen-Dinger drüber bauen. Das würde ich sehr. So. Hier ist dann der Endpunkt. Auch so ein Hang zu steil. Hier, komm schon. Stell dich nicht so an. Geht doch. Was hoffe ich nur, dass wir hier noch überall Sachen anbauen können. Testen. Sollst das nicht unterirdisch machen, Spiel? Was machst du immer? Ja, da nicht hin. Vielleicht komme ich auf irgendeine Taste oder so? Spiel, nicht unterirdisch, danke. Sag mal, willst du mich verarschen? Komme ich hier auf irgendeine Taste? Hä? Das ist schon ein bisschen arg auffällig ist hier. Was ist das hier? Okay, hier meckert er ein bisschen.
Aber allgemein scheint es zu gehen. Gut, ja, das wird dann die längste Linie, die wir hier haben auf der kompletten Hängens. So, jetzt ist nur die Frage, was können wir machen gegen dumme Menschen? Zum Beispiel Steuern erhöhen. Das probieren wir jetzt mal, ob das so funktioniert. Das heißt, wir werden jetzt hier mal Besteuerung unausgebildet. Ich will keine dummen Menschen bei mir haben. So. Und hier, dann machen wir auf 7%. So. Gehen wir mal mit den Grundschulen noch mal gucken. Ich finde es immer mega krass, wie viele Grundschulen man hier bauen muss in dem Spiel. Es ist wirklich cool, wenn es hier mal noch eine größere Option gibt. Dass man hier nicht immer, weiß ich nicht, so viele Schulen aneinander klatschen muss. So, die Colleges, wir bekommen jetzt hier noch eine, soweit möglich, auch noch, noch jemals noch eine zweite Bibliothek. Ich habe sogar schon zwei. You're back with Second Moon Radio, your second musical home from home. So settle back in your chair, pour yourself a glass and prepare for another hour of musical delight. Tonight we are doing a musical tour of Italia, land of art and culture. Que bon, as they say. And in our aber hier kann ich glaube ich nichts weiter dran bauen. Infamous Vivaldi shall be our guide. We're live and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance service. A housing shortage. So. Ansonsten passt das eigentlich soweit mit der Versorgung hier. Hier klatsche ich immer noch eine Grundschule hin, weil hier immer noch der Bedarf riesengroß ist. Ich habe eben die eine, glaube ich, gerade gar nicht aufgewertet. Okay, doch, habe ich. So, wir brauchen mehr Grundschulen. Ich würde sogar sagen, wir können hier mal noch vielleicht nicht nur Grundschulen machen, sondern mal noch ein paar Sekundarschulen und Zeug. Die habe ich hier sogar schon.
Ist auch wieder alles voll mit Grundschulen. Könnte man hier theoretisch hier anbauen? Dann haben wir noch so einige dazwischen. Hier komm ich trotzdem komme ich hier nicht hin. Die Grundschulen sind zum Beispiel ziemlich leer, wo ich eigentlich ein relativ großes Wohngebiet ausgewiesen habe. Wie gesagt, machen wir mal für den Bereich hier noch eine Sekundarschule hier irgendwo hin. Das war ja die mit dem. Na gut, vielleicht nicht unbedingt mitten auf einen vierspurigen Highway. Würde eigentlich gut hier hinpassen. Oder vielleicht hier dran. Und wir hier noch den Sportplatz dazu machen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Dann sollte Können wir hier rein hinmachen. Die kann man dann zum Beispiel hier dran setzen. So. Dann können wir hier mal noch gucken, ob ich hier... ein Krematorium direkt da hinten dran setze. Was ist das hier? Leichenwagengarage. So. College sollten wir eigentlich genug haben. Hoffe ich mal, dass das jetzt besser wird. Und hier noch irgendwas dran bauen? Das wird wahrscheinlich alles nicht mehr gehen hier.
Wobei, hier könnte man eventuell noch eine Bibliothek machen. Packen wir den Park hier woanders hin. Ja, komm, das mal dahin, keine Ahnung. Ich brauch Platz. Wo war jetzt die Uni? Hier. Wobei, ist hier überhaupt Platz? Jetzt habe ich gerade nur falsch gesehen. Ne? Jetzt habe ich gar keinen Platz. Nee, okay, wow. Das sah nur irgendwie komisch aus. Geht gar nicht hier. Habe ich jetzt den Park hingebaut? Ist aber kein Park mehr, so ein Ding ist das! Irgendwann habe ich den Park gerade weggenommen. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, egal. So. Hoffe ich mal, dass das hier wieder ein bisschen besser wird mit der Nachfrage. Wir gucken jetzt einfach mal, was hier passiert. Speichere das aber mal zur Sicherheit nicht, dass hier jetzt ich jetzt hier den Dings mache und dass das dann kein Volk hat oder so. Ist halt immer die Frage, ob das ein Bug ist, ne, mit denen oder halt nicht. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Natürlich hier mal ein bisschen gucken, ob wir irgendwie mal mit einer Linie mitfahren oder so. Weil ohne Nachfrage brauche ich ja doch nichts auszubauen. Gucken wir uns doch hier mal unsere Stadt vielleicht ein bisschen an mit einem Metro oder so. Welche Linie ist denn aktuell? Da haben wir uns noch gar nicht so fragen gesehen. Die eigentlich. Kommt sogar was. Schauen wir uns mal die Linie an hier. Drüben los.
Super, dass das hier wieder klappt. Alter, was zur Hölle? That was truly superfluous. Masterful counterpart. You're listening to Second Moon Radio, the station of levitated tastes. Don't touch that button. This just in from. Ich glaube, wir brauchen ein paar mehr Linien, also Bahnen auf der Linie hier. 555 Fahrgäste. Okay. Wir brauchen 3 mehr Fahrzeuge auf der Linie. And if you can plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about it. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. And on to our main feature store. The commercial district is booming. Ach du Scheiße, wie viele Fahrgäste haben wir hier? Ich muss, glaube ich, mal die Metro hier mal verbinden. Ist hier keine Metro verbunden? Ach du Scheiße! Nee, nicht Bahnlinie, Spiel. Zuglinie, also Bus, Schussmannlinie. Also richtig gesehen, dass hier überall keine Ahnung, wie viele tausend Leute rumrennen. Weil die Metro hier fährt. Die ist auch eigentlich fertig, die Linie. Krass, wie viele Fahrgäste wir ja haben. Okay. Vor allem der Abschnitt hier. Okay. Gut, wir bleiben mal hier, dass wir das mal beobachten können. Lass mal generell machen, wie es bei den anderen Linien sich verhält, bevor ich hier jetzt ewig weiter plane. Hier würde ich halt, jetzt würde ich es schön finden, wenn man hier ein Feedback von dem Spiel bekommt, wo halt wirklich, wo man halt sieht, wo Leute warten. Ne, dieses komische Radio, oder das erzählt immer nur Schwachsinn, was da die ganze Zeit läuft. Spiel, du sollst die Straßenbahn mir anzeigen. Danke. Mein Gott. Das scheint aber hier soweit zu passen. Dann haben wir hier noch die Metro, die 2er. Wie die 3 einfach mal komplett durch die Decke geht hier. Hier haben wir auch 2 neue Wagen. Hier brauchen wir 2 neue Linien, 2 neue Wagen.
Warum kann man eigentlich hier nur zwischen... Verstehe ich auch nicht. Also, das sind hier so Kleinigkeiten, die mich immer ein bisschen stören. Warum kann ich hier nur zwischen 23 und 27 wählen? Verstehe ich auch nicht. Also so ein paar Kleinigkeiten fehlen mir noch in dem Spiel, muss ich sagen. Gut, dann gucken wir mal weiter. Was wir hier noch so haben. Natürlich jetzt die Frage, wie sich das auswirkt, ne, mit... Alter, steuere ich so? Mit den Steuern? Wann? Oder eine unnötige Kreuzung mit Dingens hier. Scheiße. Alter. Das habe ich noch nicht rausgefunden, warum hier diese grünen Bahnen manchmal hier rechts waren, obwohl die hier links die Linie lang geht. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Einhundertachtundzwanzig. Die Bahn ist halt auch voll, ne? Aber ich habe ja jetzt, glaube ich, 5 oder sowas vor dem Tag zum Glück reingestellt. Das hoffentlich passen müsste. Die wird jetzt witzigerweise gar nicht voll hier. Ja, die Bahn müsste halt mal weiterfahren hier.
Die wird gerade noch befüllt. Warum wurde das so lange dauert? Oder so. Da gab es wohl einen Bug. Das macht es natürlich nicht viel besser. Ich packe hier mal nochmal vorsichtshalber. Ich glaube, viel mehr Züge brauche ich gar nicht. Na ja, gut, wobei das war. Ne, ich mach das nochmal hier dazu. Wenn ich sicher bin. Ob. Spiel. Machen das mal vorsichtshalber so. Aber das Gute ist, wir das jetzt nebenbei angucken können, weil, ja. Mal schauen, ob das mit der Bildung dann jetzt ein bisschen mehr so. Ob das nicht doch wieder auch ein Bug ist. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig aktuell. Auch noch mehr Grundschulen, Alter. Wie viele Grundschulen muss man hier denn bauen? Leute, was soll das? Ey. Können wir bitte größere Grundschulen haben, Spieleentwickler? Danke. Irgendwie hier noch eine Erweiterung oder keine Ahnung, aber ja. Das ist nämlich echt ein bisschen müßig hier gerade. Mir gefühlt nur noch am Grundschulen bauen ist. You're listening to Second Moon. Station for the cultural sophisticate who doesn't fear extending their ears to the more challenging sphere of the classical genre. Let us move now from the musical page to the. Oh, sind wir hier? Hier ist noch Platz. Here we have some perfectly anguishing correspondence from a listener. My dear Professor Hornbuckle, whereas I make no apology for my erudite. Modesty demands that I prevaricate. Hier können wir, glaube ich, noch mal eine hinmachen. Das passt hier, glaube ich, ganz gut. Nehmen wir alle voll. Though I do thank you for the honor. But I digest to continue. Professor Hornbuckle, as a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my. There now, my good fellow, chin up, as it were. No need to wallow in sediment. Kann man, glaube ich, hier noch eine erstmal hinmachen? Poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some modest desolation.
This just in from traffic. If you're thinking about... Industry in the... So. Klaus, meinst du, hier haben wir noch einer dran? Aber das würde ich, glaube ich, anders machen. Ich glaube, ich werde dann so machen. Kann man nämlich ein bisschen weiter ziehen. So, wir können ja mal hier vielleicht noch eine hinbauen an das Bahnhofsgelände. Ja, genau, das wollte ich nicht. So, also mal so. Dann können wir vielleicht auch noch eine höhere Schule hin machen. Ich bin jetzt echt froh, dass ich hier ohne Geld spiele. Ich will gar nicht wissen, wie kompliziert das hier alles wäre, wenn ich hier noch mit Geld arbeiten würde. Da passen noch ein paar Leute hin. Schauen wir mal die Problematik hier mit den Fahrgästen an. Mal die Haltestelle nicht mehr hier müssen sie sein. Nee, hier. Scheiße, wie viele stehen denn hier, bitte? Ich glaube, wir müssen nochmal die Linien erweitern. Ach du Scheiße. 941, ja genau. Holy shit. Mehr Bahn, genau. Und hier 1700. Boah! Immer kommen sie rein in unsere wundervollen Züge! Vor, dass ich schon so ein großes Bahndepot habe. Ach du Scheiße. Ich glaube, die Simulation kann ich erstmal durchlaufen lassen. Jetzt bis keine Ahnung wann. Bis sich das hier alles wieder beruhigt und gefangen hat.
Ein Gefängnis war es kostenlos, klar. Warum? Das sollten eigentlich nicht drin stehen. Aber das kann ja immer sein, weil er das immer resettet. Wenn ich die Linie neu lege, dann wird das halt immer zurückgesetzt und ungefähr ein Hinweis. Ah, hier, wow. Spiel. Gut, also die Simulation, die muss erstmal hier durchlaufen. Und ich verstehe immer noch nicht, warum hier manche Bahnen darüber fahren. Was hat's mit dieser SwitchCon auf sich? Die Haltestelle ist doch hier. Warum fährt der da über diesen rechten Abschnitt da lang? Das raff ich nicht. Aber ich habe eine Idee, was wir hier mal machen können. Irgendwie einen Wegpunkt setzen. Du sollst hier einen Wegpunkt setzen. Setz doch bitte den Wegpunkt! Hallo? Wieso geht das nicht? Ja, da sollst du bestimmt nicht langfahren. Verstehe ich nicht, egal, keine Ahnung. Ist egal. Gucken wir erstmal hier, dass wir hier die Massen an Leuten hier transportiert bekommen. Da drüben wird es schon besser. Ich verstehe nicht, warum die Bahn hier drüben lang fährt. Die fahren halt immer hier einmal irgend so eine ganz komische Kurve. Und ich weiß nicht, warum sie das machen. Ist auch nicht im Linienplan, ist er so. Ich verstehe das nicht. Ist ja doch kein Wegpunkt und nichts dazu drin. Verstehe nicht, warum die hier einmal im Kreis fahren. Weil das hält da doch mega auf. Keine Ahnung, das ist so seltsam. Also hier haben wir unser Problem gleich gelöst.
Haben wir dann zwar viel zu viele Fahrzeuge auf den Linien, aber... ist egal. Dann lieber zu viele, die aber trotzdem die Leute per transportieren können, als wenn ich nochmal hier so einen Scheiß wie hier, aber. Es sind halt immer noch zu wenige Grundschulen. Die werden erst eingesetzt. Die fahren erstmal jetzt die Runde hier. Und die kommt dann nach und nach dann an. Die starten ja vom Depot aus. Aber hier sieht man schon, dass es weniger werden. Der hier zum Beispiel, das sollte ein Verstärkungszug sein. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. We're left and on to our next. So, hier drüben ist das Problem gelöst, das ist gut. Hier bei der Linie 1 ist das grau, brauchen wir noch ein paar. Auf 44, zwei Fahrzeuge brauchen wir noch. Ob die scheiß Polizei da sich mal verbissen kann, meine Züge warten. So, meine Fahrgäste, ob ihr doof seid. Aber 15% ist ein bisschen viel hier mit den Steuern. Ja, das muss man doch nochmal. Aber die Metro hat auch gut zu tun hier drüben, ne? So schade, dass man nicht so gut reingucken kann. Das wird auch weniger. Schauen wir mal kurz der Linie hier zu, weil die hat ja vorher noch so viel auf der Linie war gestern noch gehabt. Die Bahnen sind echt gut voll teilweise, ne? Schon ganz gut. Können wir mal ein paar noch Dings wegmachen?
unnötige Ampeln. Das sieht auch schon mal besser aus jetzt hier. Lassen wir hier mal. Gut, das scheint dann jetzt auch zu passen. Sehr gut. Ja, und wir brauchen halt unbedingt noch mehr Grundschulen. Also, Wahnsinn. Ich würde halt gerne noch verstehen wollen. Und das fehlt mir hier noch so ein bisschen. Wobei, die brauche ich nicht. Ich habe 72.000 Kapazität. Ich brauche keine weiteren Grundschulen. Jetzt passt es. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, haben wir das auch erstmal soweit jetzt gelöst. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir... Vielleicht ausgebildet. 33%. Holy shit, ey. Verstehe ich aber echt nicht warum, weil ich habe eigentlich schon überall Gutes ausgebaut. Dass es wieder ein Bug ist oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, so sieht sie, schaut die Stadt bei Nacht aus, ne? Das ist echt schön geworden. Jack, wenn du hier wohnen könntest, wo würdest du hier wohnen wollen? Mehr so hier, in diesem... Ja, Vorort kann man schon fast nennen. Ja, so hier im Uni-Bereich. Oder hier so ein bisschen bei diesem, ja, Reihenhaus, kleinen Teil hier. Oder hier bei diesem, dem Reihenhaus-Dingen. Oder hier. Oder weißt du, hier in der Großraumwohnung. Eigentlich hinaus, wo ich Krach machen kann. Wie ich wollte. Also wirst du dann quasi... Warte mal. Ich sehe dich ja... Hier. Und ich wohne hier. Schön nah an der Straßenbahn. Warte mal, wer wohnt hier? Haushaltsvermögen reich. Familie Vogt. Familie Smith. Berufsstand. Ich müsste eigentlich was Kilo holen hier. Was haben wir hier? Beruf in Rente, da sehe ich dich. Ganzen Tag vor der Glotze sitzen. Schüler, da sehe ich nie so. Schülermanager. Teenager, sehr gut ausgebildet. Jakob Mosshammer. Und hier. Ist geil, dass man das alles so gut sehen kann.
Erwachsener Beruf Räuber. Hier sehe ich die. Beruf Räuber. Erwachsener gut ausgebildet. Aber hier. Gut ausgebildet. Abteilungsleitung. Familie Wolf. Nun. Kilo Warg. Du hast ja kann man eigentlich Berufsschüler und Berufsmanager sein? Wie geht das denn? Auch hier einen Typen, wo ich dich reinpacken kann. Beruf Arbeitskraft. So, dem folgen wir jetzt hier. So. Wo war der Herr Warg? Hier. Folgen. So. So, Jack Smith arbeitet bei... noch nirgendwo. Der ist noch unten ausgebildet. Der Herr Warg arbeitet bei Almost Meat. Hier. In der Industrie. Sehr gut. So. Da sehe ich ihn nicht. Also wir haben jetzt reichlich Grundschulen, reichlich Zeug. Wird aber heute nicht mehr allzu lange machen, bei Woche und so. Deswegen würde ich jetzt sagen, dabei belassen wir es erstmal. Hab jetzt nicht allzu viel gemacht, aber so ein paar Kleinigkeiten. Und dann würde ich jetzt Feier machen für heute. Dann, Jack, kannst du gerne nochmal raussuchen, wo wir hin raiden können? Und wir machen das dann auch noch eben. So. Zum Herrn Phoenix. Dann gehen wir noch zum Herrn Phoenix. Dann gucke ich einfach einen Stream schon mal nebenbei aufmachen. So. Dann wünsche ich euch dort ganz viel Spaß. Bis morgen. Ich weiß auch über relativ wenig Zeit, muss man dazu sagen. Okay.